Prinz Harry sprach in einem bombastischen Good Morning America-Interview über die Krebsdiagnose seines Vaters König Charles. Prinz Harry hat sich in einem bombastischen Fernsehinterview zur Krebsdiagnose von König Charles geäußert, was von der königlichen Familie wahrscheinlich nicht begrüßt wird. Auf Good Morning America sagte Prinz Harry: "Sehen Sie, ich liebe meine Familie. Die Tatsache, dass ich in ein Flugzeug steigen und ihn besuchen und Zeit mit ihm verbringen konnte, dafür bin ich dankbar." Auf die Frage, ob eine Krankheit in der Familie einen vereinigenden Effekt haben könnte, antwortete Prinz Harry: "Ja, da bin ich sicher. In all diesen Familien sehe ich jeden Tag, wie die Stärke der Familieneinheit zusammenkommt. Ich denke, jede Krankheit bringt Familien zusammen." Der emotionale Schwur des Herzogs wurde in einem ausführlichen Interview mit Will Reef von Good Morning America enthüllt. Am vergangenen Montag gab der Buckingham Palace bekannt, dass bei König Charles eine nicht näher bezeichnete Krebsart diagnostiziert worden sei. Prinz Harry eilte nach Großbritannien, um seinen Vater zu besuchen, doch nach einem kurzen 45-minütigen Treffen mit dem König reiste der Herzog innerhalb von 24 Stunden ab. Obwohl er öffentliche Pflichten aufschiebt, erfüllt der König immer noch Pflichten wie das Lesen seiner täglichen roten Kisten mit Staatspapieren und das Abhalten seines wöchentlichen Treffens mit Rishi Sunak per Telefon. In der Zwischenzeit hält Königin Camilla mit ihrem königlichen Terminkalender die Stellung. Letzte Woche sagte sie, ihrem Mann gehe es unter den gegebenen Umständen äußerst gut, und fügte hinzu, der König sei sehr berührt von all den Unterstützungsbotschaften, die er von der Öffentlichkeit erhalten habe. Am Samstag bedankte sich der König herzlich für die Unterstützungsbotschaften und sagte, er sei erfreut zu hören, dass seine Erfahrung andere im ganzen Land dazu inspiriert, sich untersuchen zu lassen.